So, hallo miteinander. Schon lange habe ich mich nicht mehr gemeldet, aber wir waren so ein bisschen im Turnierstress. Ich teile euch jetzt mit. Wir haben reduziert Oberbekleidung und zwar alles. Bis zu 70%. Auch Equiline, Kingsland, Eurostar. Ihr müsst einfach vorbeikommen und gucken, was da ist. Wir haben Jacke, Steppjacke, wasserdichte Jacke, Hoodies, Weste. Poloshirts gibt es immer noch 30%, auch auf reduzierte. Also wer kommen will, Schnäppchen machen und es sind wirklich, wirklich, das seht ihr auch hier, noch ganz schöne Sachen da. Wir wollen da ein bisschen Platz schaffen, denn wir wollen unsere Schuhabteilung etwas erweitern und da will ich euch mal so ein paar Sachen zeigen, die wir jetzt so neu ins Sortiment kriegt haben, die ich einfach gar nicht schlecht finde. Einmal habe ich Kinderschuhe ab Größe 18 und die finde ich mal richtig süß. Also die schwarze gibt es ab 20. Diese hier, diese Stiefelette gibt es ab 18. Die hat hinten einen Reißverschluss für die reitverrückte Eltern. Da kommen die Kleine auch endlich mal rein. Und dann habe ich hier noch, das kann man sich auch an den Spiegel hängen im Auto, das sind Babyschuhe als Westernstiefel. Die gibt es in ganz viele verschiedene Farben. Das finde ich auch mal ganz süß. Die kostet 29,90 und damit man die Babys auch reinstecken kann, hat es hinten einen Klettverschluss. Ist ein ganz netter Gag. Nehme ich auch jetzt mal ein paar mit aufs Turnier, an der Turnierstand auf dem Grimsi-Tisch. Und dann habe ich hier noch ein Produkt und zwar ist das ein Lederstiefel von der Firma HKM. Das ist ein günstiger Lederstiefel, der kostet 139 Euro. Bei mir hat sich der aber als Topseller entwickelt für die Kinder. Und zwar gibt es den in dieser langen Höhe und in der kurzen Höhe mit ganz schmaler Schaftweite. Und ist eine mega tolle Alternative zu Schuhe und Chaps. Und wir haben die eigentlich immer in alle Größen am Lager, außer es ist halt mal gerade was wegverkauft. Und wenn die Kiddies was brauchen und wollen, sollen was Gescheites kriegen, der Stiefel hat sich super bewährt. Und jetzt noch was zu Thema Seuche. Also bei uns ist ja auch Krankheit im Stall, aber die geht vorbei. Aber jetzt gibt es ja gerade diese infektiöse Pferdeanämie. Und Kerbel hat da Produkte rausgebracht, die sind mit Permethrin. Permethrin ist eigentlich ein Stallspray, wo man Mücke und alles mit töten kann. Zwischenzeitlich gibt es aber da auch ein Spray, ein Bremsetod, der am Pferd zugelassen ist. Ich habe das jetzt mal hertan. Da kostet ein Liter 21,90. Es darf nicht angewendet werden bei laktierende und tragende Stute und nicht bei Pferden mit Leberprobleme und Anämie und auch nicht auf großflächige Wunde oder so, aber es ist einfach so, wenn die Stechmücke, die Mistviecher, Bremser nachgehen ans Pferd, sterben diese. Scheiden sich jetzt die Geister, ob das jetzt gut ist fürs Pferd oder nicht, aber wenn sie total verstochen sind, ist es auch nichts. Und eben diese Viruserkrankung wird übertragen durch Bremser und Stechmücke und ich denke, man kann hier mal die Population auch reduzieren und es ist jetzt einmal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Wir testen es bei uns jetzt selbst auch mal. Und hoffe, dass wir damit durchschlagende Erfolge haben und die Bremserpopulation auch reduzieren können. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr kommt und mein Klamottenlager ein bisschen räume, damit ich mehr Schuhe aufbauen kann und Stiefel. Da haben wir ja ein Riesensortiment. Und bis dann.